Du und deine Gefährten nehmt ihre Position ein. Ihr taucht letzte beständige Blicke aus. Sie kennen deinen Namen nicht und du nicht ihre, aber ihr wisst, dass ihr gemeinsam das Werk der Götter vollbringt. Alles andere ist gleichgültig. Zwei gemeißelte Steinringe in der Mitte der Maschine setzen sich knirschend in Bewegung. Sie rotieren in entgegengesetzte Richtungen und während sie sich so wie frisch eingefettete Wagenräder drehen, nehmen sie Geschwindigkeit auf. Ein Wind kreischt durch die Höhle und wird gemeinsam mit den Steinringen schneller. Du presst dir wegen des Lärms die Hände auf die Ohren und beißt die Zähne zusammen. Als du gerade deine Augen schließen willst, bemerkst du neue Bewegungen. Um die Maschine herum öffneten sich mehrere Reihen dreieckiger Klappen, die wie Blütenblätter aussehen. Du weißt nicht, was in der Maschine vor sich geht, aber du spürst ein Prickeln in deinen Gliedmaßen. Stechender Schmerz durchdringt deinen Körper wie ein heißes Messer, das alles in dir durchtrennt. All dieweil fühlt es sich so an, als würdest du auf die Maschine zufallen, während dein Magen in deinem Rückgrat zerdrückt wird. Was als nächstes passiert, ist zu schnell, um es wahrnehmen zu können. Kniend und nach Luft schnappend erwachst du aus der Vision. Du hältst deinen Kopf und fokussierst deine Augen langsam auf die Fliesen zwischen deinen Knien. Als du wieder zum Atem kommst, erinnerst du dich an die merkwürdige Szene außerhalb von Xilantlis, als mehrere Gesteine im Umhängen inmitten eines heulenden Biawak fielen. Als du die Asche auf dem Höhenboden betrachtest, wird dir klar, dass der bleierne Schlüssel das, was auch immer das ist, im ganzen Dürrwald getan hat. Also, Talisa, geht es dir gut? Hast du dir bei den Dürrwäldern die Trunksucht eingefangen? Als er dich von oben bis unten betrachtet und auf Zeichen von Verletzungen sucht, wird sein Lächeln nervös. Einen Augenblick lang schienst du dich in deinem eigenen kleinen Traum zu befinden. Was ist mit dir los? Okay. Ah, das Lied der Weberin. Palegina stieß bei Nachforschung über Bonisettas Verbleib auf überraschenden Widerstand. Wer auch immer sie entführt hatte, er wollte ihren Aufenthaltsort um jeden Preis geheim halten. Auf Geheiß der Gräfin von Spirento versuchten valianische Kryptografen, die Fragmente von Bonisettas Botschaften zu entschlüsseln. In ihrer Kenntnisse leiteten sie an Palegina weiter. Nach mehreren brutalen Kämpfen gegen die ausgebildeten Söldner erreichte Palegina schließlich Bonisettas Gefängnis, ein Webhaus bei Gira. Das valianische Textilunternehmen, das sie entführt hatte, wurde sofort aus allen valianischen Republiken verbannt, ob klein oder groß. Als Dank für ihre Rettung webte Bonisetta einen verzauberten Umhang, den Palegina bei der Reise zurück nach Ketnua tragen sollte. Sehr schön. Ja, wir müssen bald wieder nach Dings zurück. Und das endet in 8 Stunden. Was sagt die Quest? Ich habe es in die Ruinen geschafft, die die Akolyte mir gezeigt hatte. Ich habe möglicherweise einen Hinweis darauf gefunden, was der bleierne Schlüssel hier vorhat. Ich hatte eine Vision von den Agenten des bleiernen Schlüssels, ihre Seelen der invitalischen Maschine in Kliaban-Redak überließen. Sie vollführen das gleiche Ritual, dessen ich außerhalb von Xilantlis Zeuge gewesen bin. Das bedeutet, dass sie das wohl im gesamten Dürrwald machen. Die Gedanken eines der Agenten ließen vermuten, dass sie dort waren, um sicherzugehen, dass die Säuglinge in der Gegend Hohlgeburten sind. I'm here. So, das heißt, das haben wir. Wir sind also in dem Teil fertig und können hier mal raus. Du hörst laufendes Wasser und siehst einen kleinen Strom, der sich seinen Weg in den Berg bahnt. Den Strom untersuchen. Direkt unter der Wasseroberfläche flackert und schwankt das seichte Flussbett, aber als du weiter in den Tunnel hineinsiehst, scheint es in der Dunkelheit zu verschwinden. Von hier aus kannst du unmöglich sagen, wie tief der Strom ist. Entlang der Tunnelwände aber spielt sich ein schwaches Licht. Das Echo raschelnden Wassers lässt dich vermuten, dass der Tunnel und der Strom noch viel weiter reichen. In den Tunnel warten. Du näherst dich dem Tunneleingang mit langsamen, spritzenden Schritten und hältst dich aufrecht, während die Strömung an deinen Beinen zerrt.
Das kalte Wasser lässt dich nach Luft schnappen und als es dir über die Taille steigt, beginnst du, um die Kontrolle deiner Atmung zu kämpfen. Das Flussbett verschwindet unter deinen Füßen und die Strömung reißt dich mit zunehmender Geschwindigkeit in den Tunnel hinein. In den Tunnel schwimmen. Die Strömung drückt sich schneller durch den Tunnel und zieht dich nach unten. Über deinen Kopf wird der Tunnel enger und die Tunneldecke fällt ab, was dir nur noch eine dünne Luftschicht zum Atmen lässt. Du nimmst deinen letzten Atemzug, bevor dich die Strömung in die Tiefe reißt. Die Finsternis wird hier und da von Lichtstrahlen durchbrochen, aber die Strömung ist schon so stark, dass du nicht mehr als einen Flecken erkennen kannst. Du wählst deine Hände vor dir und versuchst, den gezackten, aus den Wänden herausragenden Felsen auszuweichen, die plötzlich in der Dunkelheit erscheinen. Vor dir siehst du ein Licht aufblitzen. Du näherst dich ihm schnell, aber es scheint sich um die Öffnung eines zweiten kleineren Tunnels zu handeln. Du könntest ihn eventuell erreichen, aber deine Lungen haben zu Schmerzen begonnen. Am Rand des Tunnels festhalten. Du umfasst den Tunneleingang um seine Felsen mit deinen Fingern und wirfst einen Blick hinein. Der Tunnel endet in einer Sackkapsel, aber unter den Felsen am Tunnelende scheint etwas zu glitzern. Für jemanden ohne starke Lungen wäre es eine Herausforderung, dorthin zu kommen. Auf das Glitzern zuschwimmen. Du ziehst dich in den Tunnel und führst geschickte Scherenschläge aus, während der Gang immer enger wird. Am Ende findest du ein Skelett, auf dessen Rippen ein Griff hervorsteht. Du ziehst ihn heraus und stößt dich von der Wand ab, wodurch du wieder zurück in den Haupttunnel katapultierst. Während du durch die Dunkelheit des Tunnels wirbelst, siehst du über dir endlich einen Lichtschein, auf dem du dich schwimmend und tretend zubewegst. Dann endlich durchbricht dein Kopf die Wasseroberfläche. Hastig wirkst du Luft in deine schmerzenden Lungen und ziehst dich an den Rand des Beckens. Du kriechst aus dem Wasser, betrachtest die Höhle um dich herum, während du deine schmerzenden, unterkühlten Gliedmaßen massierst. Und damit sind wir wieder hier. Das heißt, wir können einmal so rumgehen, den Raum absuchen. Aber ja, wir haben was gefunden. Zur endigen Morgenstern. Gut. Das heißt, wir gehen noch den letzten Raum angucken. In der Hoffnung, dass wir den mit dem Schlüssel öffnen können. Wenn nicht, müssen wir halt einen Dietrich opfern. Let's see what lies this way. Ja, können wir aufschließen. Drei Animaten. This one repels my. Consider it dead. Ready, Watcher. My bow's ready. Okay. Du stellst ihn mal hierher. Schieß einfach mal hier durch. Gut. Absolutely. Oh, winziger Animat und Sorans Abendmahlteller. Vergeltung. Charaktere treffen selbst. Also ja, wenn jemand mit dem Schild, jemand auf den Schild einhämmert, dann kriegt er Schaden. Ja, besser als ein mittlerer Rundschild, würde ich sagen, auch wenn das so ein oller Buckler ist. Passt aber zu Hivarias ganz gut. So, was steht noch auf der Säule? Ewiges Streben nach Nation und Gold. Sie waren erbarmungslos und furchtlos. Mhm.
So, wir gehen wieder da raus, wo wir reingekommen sind. Wir wollen ja keinen Ärger mit den Inquitanern hier haben. Können sogar mal Speedboost reinhauen. Weil hier sind wir fertig. Vor dir liegt die Ruine einer Brücke. Auf die andere Seite springen. Ja, das kennen wir. So, die Rastvorräte hier einsacken. Dann reisen wir jetzt nach Dürfurt zurück. Haben wir noch irgendwas? Aufgaben haben wir keine mehr. Traum und Erinnerung ist die trauernde Mutter. Crackhot ist der Weißmarkt-Ding. Das ist in Trutzbucht. Das ist Anglos Kompass. Das ist auch Trutzbucht. Das ist Palegina. Das ist Sagani. Das ist bei mir in Ketnua. Das ist immer noch, dass er sich aufschiebe. Das ist Kanna. Und ja, das ist Durenz. Also erstmal nach Dürfurt. So, Burghof ist abgeschlossen. Das heißt, wir können den nächsten Bauauftrag in Auftrag geben. Die beiden Sachen wollten wir als letztes. Bibliothek brauchen wir es erstmal nicht. Die ganzen... Gebäude innen brauchen wir erstmal auch noch nicht. Könnten ein Übungsgelände, botanischer Garten und den Irrgarten, Försterhütte, Waldlandpfade. Erstmal die Waldlandpfade. Dann kommen wir, machen wir die Bibliothek, dass wir die Hauptburg soweit fertig haben. Also Bibliothek und Händlerstände. Und dann den Innenhof ausschmücken, bevor wir uns um die ganzen Gebäude kümmern. Ich würde mit der... Nee, die Försterhütte brauchen wir erstmal auch noch nicht. Handwerkshalle, Kapelle und so weiter. So, jetzt gehen wir hier zum örtlichen Schmied. Gucken noch mal, ob er irgendwas Schönes hat, was wir brauchen können, nachdem wir unseren ganzen Tanz verkauft haben. Und dann zieht es uns erstmal nach Ketnua zurück. Welcome. So. Das wird auch was zu verkaufen sein, auch wenn es bei hier Varias war. Nehmen wir mal den guten Jagdbogen. Oder was ist das hier? Ist das ein zweihändiges Schwert? Das ist ein schönes zweihändiges Schwert. Palegina. Moskito. Und der Rest ist eigentlich nur Tant, den er hat. Brustharnisch.
Leichte Rüstung. Der ist auch nicht schlecht. Werfen wir erstmal alles, was wir so haben, hinein. Eigentlich können wir alles, was gewöhnlich ist, da reinwerfen.